Ich hoffe, dass wirklich zum Beispiel auch diejenigen, die mit dem Gedanken auch nur liebäugeln, selbst Gewalt anzuwenden im Zusammenhang mit Fußballspielen, an dieser Stelle sich besinnen und damit aufhören. Es ist wirklich schlimm, was wir in Dortmund erlebt haben. Nun, das Spiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist ein Risikospiel, das ist bekannt. Sportlich freue ich mich sehr auf dieses Niedersachsen-Derby, aber ich hoffe, dass es ohne Gewalt im und vor dem Stadion abgehen wird. Die Sicherheitsbehörden, die Polizei in Niedersachsen tun sicherlich alles Erdenkliche, um einen guten Ablauf zu gewährleisten. Aber ich setze auch darauf, dass die unterschiedlichsten Menschen, die dort sind, auch wirklich Vernunft walten lassen. Es geht ja ohne dies, wenn überhaupt, nur um eine kleine Minderheit. Aber auch diese kleine Minderheit muss sich besinnen. Gewalt hat mit Sport nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun. Dass dieses Spiel, dieses Risikospiel am Ostersamstag aus Sicht der Sicherheitsbehörden alles andere als ideal ist, das ist bekannt. Und ich hätte mir ehrlich gesagt deutlich mehr Rücksichtnahme seitens der Deutschen Fußballliga gewünscht. Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, dass gerade bei einem solchen Risikospiel die Deutsche Fußballliga sehr genau hinhört, wenn Sicherheitsbehörden aus guten Gründen sagen, bitte sucht einen anderen Termin. Das ist nicht das, was wir uns miteinander wünschen können.